Yo, 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 was geht ab, meine lieben Freunde? Der gute Bladus ist mal wieder am Start mit einer weiteren Episode von Super Mario 3D Land. Ich habe vorhin zufälligerweise dieses Level bereits schon mal gemacht und ich habe bereits die 3 Star Coins eingesammelt. Ich hatte aber mit der Aufnahme ein bisschen gefällt, weil ich da angerufen wurde und keine Ahnung, ich war danach gar nicht mehr anwesend seit dem Anruf, weil ich war nicht mehr wirklich in der Lage, das Ganze wieder fortzufahren und es wieder normal aufzunehmen, weil ich einfach wieder voll in meinen Gedanken war und hast du nicht gesehen und keine Ahnung, ich wollte nicht unbedingt dieses Video, also einfach das Video allgemein weiter aufnehmen mit meiner Lage, also mit meiner Laune, die ich in dem Moment dann gespürt hatte. Also es war jetzt nichts unbedingt Schlimmes, aber ich wollte einfach so ein bisschen mehr für mich sein, ein bisschen nachdenken und hast du nicht gesehen. Oh fuck, das war blöd. Warte, ich glaube, irgendwo sollte es noch Starcoin geben. Irgendwo her. Sehr gut. So, hier ist die zweite Starcoin. Die erste ist, glaube ich, die, die wir gerade gesehen hatten bei der Kanone. Ich werde die noch mal alle einsammeln. Ich weiß nicht, warum einfach mal so, um euch zu zeigen, wo sich die befinden. Ich glaube, die meisten wissen das eigentlich bereits schon. Aber trotzdem. So, gehen wir hier rauf. Sehr gut. So. Nochmal das Ganze. Diesmal etwas höher, würde ich mal so sagen. Ich glaube. So. Oder. Ach komm! Oh, you suck. Okay, scheint schwerer zu sein als gedacht. Mal gucken, bei wie vielen Versuch ich es hinbekommen werde, meine lieben Freunde. Weil bisher sieht es sehr, sehr mager aus. So. Sehr gut, wunderschön. Hat sehr, sehr gut geklappt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und habt ihr nicht gesehen. Die letzte Starcoin sollte oben sein, fast vorm Ziel. Also irgendwie hatte ich, glaube ich, bei diesem Level immer Probleme, alle Starcoins zu bekommen. Ich weiß nicht warum. What the hell? Pac-Man, bist du es? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich hatte immer Probleme bei diesem Level. Ich weiß nicht, warum. Oh shit. Das war so klar. Alter. Das war so schlecht von mir, meine lieben Freunde. Das war sehr schlecht. Warte, ich nehme den Tanuki-Schwanz. Damit ich halt durch die Gegend schwänzen kann. Er hat Schwanz gesagt. Warte, was gibt's hier? Oh, okay. Gib mir doch die Münzen, Bruder. Sehr gut, ich bekomme. Okay, ich dachte, ich würde so einen Power-Up bekommen, aber anscheinend nicht. Naja. So. Bei denen hier muss man springen und die springen dann mit einem. Also die machen die Bewegung eigentlich nach, nur halt in Slow Motion. Hallo. Kann ich später meinen Sprung hier ausführen? Danke. Und hier ist die letzte Starcoin, hier oben. So. Wo ist jetzt die Tür? Genau hier. So. Jetzt muss man hier raufgehen, glaube ich. Genau, da war was. Ja, also. Ich habe hier nichts allzu viel zu sagen, eigentlich, weil dieses Level ist eigentlich relativ einfach, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich damals schon Probleme hatte, alle Starcoins zu finden. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich war einfach nur blöd, weil die sind eigentlich relativ einfach versteckt. Und ja, aber ich mag dieses Level, es ist sehr gut aufgebaut. Ich mag einfach das Design und. Keine Ahnung, einfach die Konstruktion allgemein. Also ich glaube, das vergisst man nicht so schnell, dieses eine Level hier. Ich für meinen Teil habe es schon die ganze Zeit in Erinnerung gehabt und als ich das hier wieder gesehen habe, wusste ich genau Bescheid, welches Level das hier war. Also es ist eins der Level, die man nicht unbedingt vergisst. Ich glaube, so eins gab es auch in Mario Galaxy. Ich weiß nicht, welcher Teil, ich glaube, der erste Teil. Da sah das natürlich ganz anders aus, aber auch so eine Konstruktion, wo man von unten nach ganz oben kommen musste, um das Level zu schaffen. Das vergisst man. Solche Level vergisst man irgendwie nicht, weil sie einfach voll innovativ und voll geil sind. Und, hallo. Okay, das war nur eine Münze. Lame. Wasserlevel, dein Ernst? Ich mag keinen Wasserlevel. Ah, okay. Doch kein Wasserlevel, oder? Also an das hier kann ich mich eher weniger erinnern, deshalb kein Plan. Was ist das denn? Oh. Münzen, Bruder, Münzen! Ich mach mal alles hier kaputt, dann geht's mir besser. Gib mir das Ding.
Schlag es tot, Mann! Was da? Hä? Ich wollte es töten, aber irgendwie ging es nicht. Ich glaube, ich werde mir das doch nehmen, weil dann kann ich diese Fische jetzt zerstören. Oder töten, eher gesagt, wie das klingt. Töten. Ich töte Fische. Guter Mario. Hallo. Hallo. Hallo, gestorben, Mann. Danke sehr. Ich weiß nicht, was das gerade war, meine lieben Freunde, aber dieser komische Tentakelfisch wollte nicht sterben. Hallo, nimm diese Dinger. Sammel doch. Danke sehr. So, gehen wir mal nach unten. Nehmen wir uns das hier. Sehr gut. Okay. Geht alle sterben? Ah, da ist ein Starcoin. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Ich glaube, von hier aus, oder? Kann es sein? Ah, sehr gut. Nee, ich kann mich absolut gar nicht an dieses Level erinnern. So teilweise schon, aber so dieser Aufbau ist mir dann doch ein bisschen rätselhaft. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hallo. Okay, ich stelle mich wirklich sehr blöd an gelegentlich, ne? Ja, ich glaube, das wird schon. Ich kann diese Blumen hier verbrennen. Voll cool. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, aber es ist trotzdem voll cool. Boom. Yeah. Boom, tschakalaka, laka. Boom, tschakalaka, laka. Kann ich auch diese Blumen hier damit verbrennen? Nee, das ist ja blöd. Überhaupt, wie kann man denn eine Feuerblume schießen im Wasser? Wie ist das denn möglich? Soll mir das mal einer erklären, meine lieben Freunde? Ich sag das viel zu oft. Meine lieben Freunde, was geht ab? Ich hab voll gerade meine Phasen damit. Hallo? Achso, ich kann es töten. Dann machen wir das mal. Naja, töten vielleicht nicht, aber wir können es so aufhalten. Dass es nicht nach vorne geht. Okay. Wo ist denn jetzt die zweite Starcoin, meine lieben Freunde? Vielleicht hier. Oh. Nee, das war schon ein bisschen auffällig. Das war schon sehr auffällig, weil der war gerade... What the fuck? Ich hab die zweite vergessen. Hallo, wo ist schon die zweite Starcoin, meine lieben Freunde? Was? Oh. Ich habe aber die zweite vergessen. Wo ist denn die zweite? Ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen. The hell? Oh, ist es gestorben? Oh. Ich bin gerade selber voll am Staunen, ne? Also denk nicht, ich würde ja alles kennen und alles wissen und hast du nicht gesehen. Das hier ist für mich gerade so, wo muss ich denn lang und wo ist... Da ist die Starcoin! Gottverdammte Kacke. Danke sehr. Sehr gut. Ich mag es nämlich nicht, wenn ich Starcoins vergesse, dann muss ich die nochmal offscreen holen oder eben nicht offscreen und ich muss danach suchen und bla bla und... Keine Ahnung. Ich möchte aber auch nicht zu krass viel Zeit damit verschwenden, deshalb... Du Mann, geh sterben, Mann. So, jetzt schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Danke sehr. So, das war's schon für das Level 3-2. Ging eigentlich relativ schnell. Trotzdem bezweifle ich, dass wir alle Level in diesem Part schaffen werden. Denn ich weiß gerade absolut nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir diese Welt nicht in diesem Part schaffen werden. Ich kann mich auch irren. Es kann ja sein, dass die anderen Level, die jetzt noch folgen werden, deutlich einfacher sind. Was ist das denn? Das ist ja mal ein sehr skurriles Haus. Lass mal hineingehen. Willkommen beim Toad House. Wir haben hier ein Album vorbereitet. Schau es dir ruhig an. Ein Album? Ich will zuerst diese Pollen hier kaputt machen. Ja, verbrennen, ja gesagt. Ich bekomme Münzen dafür. Naja, so krass geil war das jetzt auch nicht. Naja. Okay. Ein Album. Mario! Kann ich den... Ah, ich kann sogar den 3D-Effekt hier anmachen. Okay, voll cool. Oh mein Gott. Yay, es gibt 12 Bilder im gesamten Spiel. Das hat sich ja voll gelohnt. So ein Bild will ich unbedingt gerne auf meinem... also in meinem Büro haben. So von Bowser und Peach. Unbedingt. Oder so auf dem Klo. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, schaue ich mir einfach so ein Bild an von Bowser mit Peach. Das ist der glatte Wahnsinn, meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde, was geht denn gerade mit mir ab? Ich weiß es nicht.
Oh, mein Laptop will hier gerade in Standby-Mode gehen. Ja, deshalb bin ich auch gerade klein geworden. Dazu Cheesehead. Warte. Power-Up, Power-Up, wo bist du? Ich brauche ein Power-Up. Gib mir ein Power-Up. Bitch! Dann müssen wir das eben so machen, meine lieben Freunde. Achso, die tauchen wieder auf. Das ist ja cool. Warte mal nochmal. Achso, hier braucht man sogar den Tanuki-Dingens. Voll cool. Hoffentlich ist hier die erste Starcoin. Scheint bisher sehr, sehr verdächtig. Hm. Aber das Level-Design gefällt mir bisher sehr gut. Es sieht richtig cool aus. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl in diesem Level. Ah, und hier ist die erste Starcoin. Sehr gut. Wunderschön. Hätte man beinahe übersehen können. Ist mir aber nicht passiert, weil ich voll cool bin und so. Und hier ist ein Kettenhund. Was geht ab? Kettenhund, Mann. Warum? Wer hat denn hier an diesem Dinge gefesselt? Wer macht denn sowas? Voll böse. Ein Stern. Gib mir. Jetzt geht's ab. Jetzt muss ich diese Bienen töten. Ich muss Bienen töten, meine lieben Freunde. So, sehr gut. Aber das war schon mit den Bienen. Ich wollte weiter Bienen töten. Weil Bienen und Blumen sind voll schlimm. Okay, ihr sollte irgendwo in der Gegend die zweite Starcoin sein. Das ist eigentlich vom Aufbau her immer gleich. Warte mal, ich glaube, die war hier unten. Ich kann mich an das hier auf jeden Fall noch... Hallo, gib mir doch die Zeit. Danke sehr. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, man kann sich so teilweise an ein paar Stellen erinnern im Spiel. Und das vergisst man jetzt auch nicht so schnell, wie ich finde. Oh, okay. Die fliegt genau... Okay. Sehr gut. Das wäre dann schon die dritte Starcoin. Ging eigentlich relativ gut in diesem Level. Also es ging schon ganz flott, ne? Ich musste nicht unbedingt nach diesen Dingern suchen. Die waren sofort vor meiner Nase, was eigentlich voll cool ist. Sowas gefällt mir. Und ich mag dieses Level-Design. Ich mag diese Dinger im Hintergrund und alles Mögliche. Das sieht alles voll cool aus. I like that shit! Ja, wundert euch nicht, wenn ich gerade so nicht übertrieben krass kommentiere oder allgemein, weil ich bin wirklich vor kurzem erst aufgestanden, weil ich nehme diesen Part, also ich hatte ja bereits schon eine Aufnahme probiert, wo ich da eben gestört und angerufen wurde und das hier kam dann, also dieses Video folgt dann etwas später, also sogar am nächsten Tag, deshalb ich muss mich wieder so ein bisschen ans Reden gewöhnen und ans Kommentieren, ich muss so ein bisschen wach werden und hast du nicht gesehen. Alles wichtige Sachen, die man so machen muss. Und ich bin allgemein in der letzten Zeit ein bisschen in meinen Gedanken so versunken. Wegen dieser Sache eben, die mir vor kurzem geschehen ist, die ihr bereits kennen solltet, weil ich das ja bereits im ersten Part erwähnt habe. Falls ihr das noch nicht kennt, also was mir eben vorgefallen ist, dann könnt ihr euch gerne nochmal den ersten Part anschauen. Da wird es nämlich gesagt. Und sowas reißt einen dann doch schon mehr mit, als man es eigentlich denkt, ne? Weil man eben eine lange Zeit mit dieser Person verbracht hat und danach eben so ein bisschen, ach shit, Alter, so ein bisschen abhängig wird. Und ich finde, das vergeht nicht von heute auf morgen dann so eine Sache und, hallo, was soll denn das? Bin ich denn hier? Im geilen Versteck von Notre Dame, des Bösen. Was, was denn der Sinn davon? Gab's hier eine Starcoin? Ne, warte, hier hatte ich doch... Ah, wie blöd. Oh Mann, hier bin ich denn das... Ah, Mann, zum zweiten Verkacken mal. Ich lass mich immer von diesem Ding da treffen, Alter. Unfucking möglich. Was ist das denn? Achso. Okay, warte mal nochmal. So. Und dann hier rauf. Okay, sehr gut. Bekomme ich hier einen Tanuki oder so? Ah, einen Stern. Noch besser. ja, nehmt einen auf jeden Fall ganz mit und die Welt wird dann kurzzeitig ein bisschen anders für einen. Also man verliert schon so ein bisschen den Fokus auf die Sachen, die einem wichtig sind. Und keine Ahnung, das war eben auch der Fall mit meinen Videos und mit... allem halt, wirklich mit jeder Scheiß
kam einen wirklich sehr behindert vor, so richtig, boah, keine Ahnung, bin voll faul, das zu tun, weil das irgendwie alles gerade keinen Sinn macht. Ist halt so, also ich glaube, das ist eine Phase, die man da schon dann als Mensch durchmachen muss. Und ja, erfreulich ist jetzt nicht unbedingt, nicht immer, aber ich glaube, dass irgendwie alles schon seinen Sinn hat und dass sich alles wieder irgendwann normalisieren wird. Bei mir ist das eben jetzt noch nicht der Fall, aber ich arbeite dran. Ich glaube, man muss auch nicht wirklich dran arbeiten. Es ist einfach nur die Zeit, die man braucht. Es ist einfach nur die Zeit, die alle Wunden heilen wird. Und so scheint es auch bei mir der Fall zu sein. Ich bin auch wirklich jemand, der einen starken Charakter hat, wie ich finde. Ich bin schon nicht jemand, der sich leicht unterkriegen lässt. Auf keinen Fall, meine lieben Freunde. Deshalb, ich glaube, das wird dann schon... Oh, okay. Oh Mann, gib mir doch die Kacke jetzt. Sei nicht so. Nein. Oh, jetzt. Oh. Ey, Mann, hier läuft's gar nicht in diesem Level. Hier läuft es überhaupt nicht. Mein Gott. Ey, Alter, wie es gar nicht läuft. Genau, Bladius, genau. So geht es. So und nicht anders. Oh Mann, dann spring doch darauf. Mein Gott, was mache ich denn hier? Oh, ey, alter Schwede, was geschieht denn in diesem Level hier? Ey, ich lass mich hier richtig krass trollen, ne? Ah, Dreck, Alter. Gib mir das. Ah ne, fuck, da war die dritte Starcoin, ja, scheiße. Ah, ich muss dieses Level wiederholen, auf jeden Fall. Dreck. Ah, fuck, Alter, ich hab's hier richtig verkackt, Alter. Ich habe gespielt wie ein richtiger Noob. Ah, Mann, 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 ich hasse sowas. Komm her, Mann. Sehr gut. Ja, ging relativ gut, nicht? Ich hab's richtig verkackt hier, ich brauch den Tanuki-Dingens, damit ich hier leichter vorankomme. Ich hab den zweimal hier verloren, dann wurde ich nochmal klein und hab dann aufgefailt. Ah, ich bin gerade nicht wirklich motiviert, dieses Level nochmal zu wiederholen, aber ich werde es trotzdem tun, weil ich Babbo bin und so. Hoffentlich bekomme ich irgendwo ein Power-Up, das wäre richtig nice. Richtige nice. Hallo. Ha, nein! Fuck. Ich bin einfach nur voll schlecht, meine lieben Freunde. Okay, ich bin jetzt groß? Ich bin wieder groß, Alter? Wie geht das denn? Das macht keinen Sinn. Eigentlich sollte man ja wieder klein sein, nachdem man verloren hat. Na, ich will ja nicht rummotzen, weil eigentlich finde ich das relativ cool. Jetzt spiele ich schon ein bisschen besser als vorhin. So, sehr gut. Warum gibt es hier nirgendwo so ein Power-Up? Hallo, Power-Ups, wo seid denn ihr? So, hier kann man die Richtung wechseln, was voll cool ist. Oh, und hier kann man auch runterfallen und failen. Und hier kann man auch sterben. Gelegentlich kann man sogar sterben, ja. Ey, Alter, ohne Tanuki ist das hier voll blöd, dieses Level. Richtig behinderte Scheiße. Ich mag die Mucke, aber die ist geil. So, nochmal hier raufspringen. Diesmal hoffentlich anständig. Ja, der war gut. So, nein, nein, Bladius, übertreib es einfach nicht. Meine Güte, Mann, was geht denn ab mit diesem Jungen, Alter? Immer nur um Scheiße bauen. So, mal gucken, ob ich die jetzt bekommen werde. Jetzt komm, komm, komm. Yeah. Sehr gut, Tanuki. Was geht ab? So, man muss sich hier auf diesen Block hier stellen. Und der befördert einen dann irgendwo hin, wo sich der letzte Starcoin befinden sollte, nämlich genau hier. Danke sehr. Voll nett von dir, Spiel. Richtig nice. So. Ja, lief schon viel, viel besser als vorhin.
Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich mag es. Mir gefällt sehr gut, wie ich gerade gespielt habe, ja, meine lieben Freunde. Ich weiß immer noch nicht, wie lange ich aufnehme. Ich sollte wirklich so ein Fenster haben, wo das draufsteht, weil das würde mir auf jeden Fall deutlich helfen, hier voranzukommen. Hier gibt's. So, meine lieben Freunde, das hier war's für den dritten Part. Wir haben jetzt so einiges erreicht. Wir haben mehrere Level geschafft. Es gibt noch 2 Level zu meistern, bevor wir uns von der dritten Welt verabschieden. Und diese 2 werden wir im nächsten Part dann machen. Bis dahin, Leute, haut da rein. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Ich sage tschüss, euer Bladeus.